Gut sehen und gut aussehen. Mit der richtigen Brille geht beides. Und zwar passt sie jetzt von der Form sehr, sehr gut, weil sie genau diese Härte in den Gesichtszügen rausnimmt. Welche Brille steht wem? Welche Unterschiede gibt's bei Gestell und Gläsern? Optiker oder Onlinehandel? Wer punktet bei Qualität und Langlebigkeit? Wir überprüfen es. Unter 30 Euro gibt es sogar Brillen, verrückt. Sonnenbrillen braucht jeder. Doch welche Brille schützt am besten und sitzt auch noch gut? Wir machen den Härtetest. Preiswert, nützlich, gut? Brillen. Die Auswahl an Brillen ist riesig. Irgendwann muss sich fast jeder von uns für eine entscheiden. Und sei es nur als Lesebrille. Eigentlich gar nicht meine Farbe, aber ich finde tatsächlich, die steht mir ganz gut. Die Frage ist nur, würde ich sie auch jeden Tag tragen? Denn darauf kommt es ja an, eine Brille zu haben, die wirklich zu einem passt und einem gut steht. Wie finde ich eigentlich die perfekte Fassung für mich und vor allem die richtigen Gläser, damit ich damit auch wirklich gut sehen kann? Und was machen eigentlich Leute wie ich? Ich brauche noch keine Brille, die aber im Sommer ihre Augen schützen wollen. Wie finde ich da eine tolle Sonnenbrille, die auch noch wirklich meine Augen schützt? Auf der Suche nach der perfekten Brille geht's erstmal Richtung Bodensee. Bäm. Genauer nach Gottmadingen. Hohen Schuss. Mach der Schuss. Bei Familie Näther geht es meist turbulent zu. Als Mutter von 4 Kindern behält Melanie stets den Überblick, während Vater Steven die kleine Nachwuchsmannschaft trainiert. Melanie benötigt dringend eine neue Brille. Reporterin Eva wird sie bei der Suche begleiten. Ihr habt gerade schon gelesen, du hast vorgelesen, Melanie, kannst du das denn überhaupt? Ja, also lesen klappt echt noch gut. Also das funktioniert noch. Da habe ich noch nicht meine Schwächen drin. Okay, das heißt, du siehst nah gut mit deiner Brille? Genau. Aber auf die Ferne ist das Problem. Ist schwierig. Wird unsicher, ja. Das Ganze. Also ich ohne Brille, das ist sehr unsicher, das Ganze. Also das sollten wir lieber lassen. Melanie ist leicht kurzsichtig. Minus 1,5 Dioptrien. Nach 5 Jahren muss Ersatz für die zerkratzte Brille her. Und so richtig modisch ist die jetzt auch nicht mehr. Oder? Steven, Fangfrage, wie gefällt dir denn Melanies Brille? Also ich muss sagen, die Brille gefällt mir, ist mein Stil. Ja. Ich habe sie so ähnlich kennengelernt, ein bisschen schmalere Brille. Also ich habe eigentlich die wieder ausgesucht, dass sie so. Und ich finde, ich kann es mir nicht mit einer anderen vorstellen. Was würde euch denn besonders gut gefallen? Mir wird das gleiche Modell halt gefallen, auch mit Schwarz und dann vielleicht Grün. Ich glaube, ich fände eher eine silberne oder rose-goldene runde Brille, so wie bei Harry Potter, ganz cool bei ihr. Okay. Das würde ihr auch ganz gut stehen. Das wird ja eine gute Mischung. Bei den Vorgaben. Wie viel hat jetzt deine alte Brille gekostet? Die war eigentlich recht günstig, 150 damals. Wie viel wärst du bereit, jetzt auszugeben? Also ich habe mir schon mal einen Kopf gemacht, also ich habe gedacht, so 300 Euro. Und wenn es wirklich die Brille schlechthin ist, dann sind es gerne auch mal 400 Euro. Mhm, das war die Überlegung. Oder günstiger Modelle und dann aber davon 2 oder 3 Brillen. Das wäre auch schön. Das Budget steht. Jetzt kann es losgehen. Ab in den Fachhandel nach Konstanz. Für uns nach Ladenschluss. Und daher ohne Maske. Guck mal, das ist, was Colin gemeint hat, Harry Potter. Aber das ist echt ein bisschen zu viel des Guten. Ein bisschen breit, oder? Das sieht oder? Aus wie Vorschulkind für viel Geld. Werden Melanie und Steven hier fündig? Er wird sie unterstützen. Michael Hepp ist Diplom-Ingenieur für Augenoptik. Seine eigene Brille ist übrigens im 3D-Drucker maßgefertigt. In seinem Laden hat er rund 3000 Brillen. Haben Sie sich schon ein bisschen umgeschaut? Ja, tatsächlich, aber wir sind so ein bisschen eigentlich langsam hilflos. Also es gibt sehr viele Brillen, aber irgendwie, mein Mann möchte das eine, ich möchte das andere und eigentlich habe ich gar keinen Überblick mehr. Bevor wir uns um die Fassung kümmern, wie sieht es denn bei Ihnen aus mit den Brillenglaswerten? Von wann sind denn die? Oh je, 5 Jahre. Tja, da muss erst mal ein Sehtest her. Früher ging es dafür zum Augenarzt, heute geht das direkt beim Optiker. Jedoch nur, wenn keine relevanten Vorerkrankungen vorliegen. Danach muss der Optiker fragen.
Übrigens, Sehtests sind morgens aussagekräftiger als abends, wenn die Augen müde sind. So, Frau Netter, nehmen Sie mal bitte hier Platz. Wir machen jetzt, starten mit der objektiven Augenprüfung. Objektiv heißt, Sie müssen nicht aktiv mitmachen. Einen professionellen Sehtest dürfen nur Meister, keine Gesellen durchführen. Fragen Sie also nach der Qualifikation. Und ein einfacher Sehtest geht auch mal zu Hause. Wenn man Fernseher besitzt, kann man immer den Teletext benutzen, um Sehteste durchzuführen. Geht man weiter weg, 5 Meter, schaltet den Teletext ein und schaut dann, mit welchem Auge sehe ich das besser. Ein seriöser Sehtest dauert circa eine halbe Stunde, mal auch länger. Dabei nutzt der Optiker verschiedene Testmethoden. Zugleich fragt er auch nach Beruf und Alltagsgewohnheiten. Das gehört zu einer guten Beratung. Während Melanies Augen jetzt erst einmal gründlich überprüft werden, fährt Eva auf die andere Seite des Bodensees, nach Kressbronn. Dort ist sie mit Gülşah Adali verabredet. Sie ist nicht nur Augenoptikermeisterin, sondern auch Stilberaterin für Brillen. Hand aufs Herz, deine schlimmste Sünde? Oh, einige. Wenn ich mir heute Bilder von früher angucke, sage ich immer, Mama, wie konntest du das zulassen? Und sie hat immer gesagt, du durftest deine Brillen immer selber aussuchen. Heute hat sie ein sicheres Auge dafür, was passt und was nicht. Wem steht eigentlich genau was? Und dabei sollen uns ein paar Testerinnen und Tester helfen. Unsere Tester? Besucher und Mitarbeiter der Kressbronner Bibliothek. Schließlich werden die meisten Brillen für die Nähe gebraucht, vor allem zum Lesen. Da sind sie, unsere Testerinnen. Und ein Tester. Sehr gut. Sigrid, du bist die Chefin der Bücherei. Wie hast du dir jetzt deine Brille ausgesucht? Mir war der Stil auch wichtig, weil das ist ja immer, sitzt immer im Gesicht. Das ist der erste Eindruck und da soll es auch gut aussehen. Du trägst nicht immer eine Brille, Roman, ne? Nee, das sind eigentlich, ich sag's betont, Business-Brillen. Ich habe mehrere. Ah. Wenn ich also viel am Rechner arbeite, also ich habe da unterschiedliche Brillen. Ich habe eine feine, ich habe auch die hier. Und naja, so ein bisschen Eitelkeit spielt schon eine Rolle. Fast alle hier tragen eine Brille. Manche immer, andere eher selten. Legt los! Philippa und Antonia suchen sich erstmal gegenseitig eine aus. Dann kommt die Expertin ins Spiel. Ich finde, das passt so ein bisschen zu dir, weil du so ein bisschen. Müsste mich aber auch erstmal dran gewöhnen, aber. Okay, wie sieht's bei den beiden aus? Bei den beiden haben wir jetzt zwei unterschiedliche Formen. Aber die Philippa mit der ovalen Gesichtsform, die kannst du ziemlich alles tragen. Wie es so schön heißt, das Oval hat freie Wahl. Bisher trägt Philippa ein eher auffälliges, dunkles Modell. Und wie wäre es damit? Ja, doch. Also gefällt mir gut. Müsste ich mich halt dran gewöhnen an das ganz feine, alles feine Gestell. Aber doch, ich finde sie sehr gut. Du hast eben gesagt, Philippa könnte eigentlich alles tragen. Warum jetzt ausgerechnet diese? Philippa hat die dunklen Augen und die dunkleren Augenbrauen. Als Faustregel gilt, je dunkler Haare und Brauen, desto dunkler darf auch die Brille sein. Antonia mit der herzförmigen Gesichtsform. Herzig? Stimmt. Dazu passen diese Formen. Bei herzförmigen Gesichtsformen empfehle ich auch einen Brillenfassungsrand, der seitlich ein bisschen abfällt, sodass quasi genau diese Form vom Brillenfassungsrand und der Gesichtsform mit übernommen wird. Bisher trägt Antonia dieses Modell. Klar, passt irgendwie. Aber geht da noch mehr? Die gefällt mir tatsächlich sehr gut. Nicht sehr schön. Brillen und Haarfarbe harmonieren. Der Rahmen nimmt die Gesichtsform wieder auf. Jetzt ist Robert an der Reihe. Der trägt seine Lieblingsbrille. Robert hat sich ja seine Brille ganz bewusst ausgesucht, die ihm gut gefällt. Hat das richtig gemacht? Ja, der hat es richtig gemacht. Seine Brille steht ihm sehr, sehr gut.
Roberts Kontur ist eher eckig. Die markante Brille unterstützt das Ganze. Jetzt möchte er natürlich genau in dem Business-Bereich manchmal auch ein bisschen mehr Stärke zeigen. Und da eignet sich so eine Brille perfekt. Robert stehen aber auch runde Brillen. Und auch Laura hat ein leicht kantiges Gesicht. Ihre eigene Brille trägt sie nicht so gern. Oh, sehr ungewohnt. Laura möchte, wenn sie schon eine Brille trägt, eher ein wenig weicher wirken. Gibt's da was? Dementsprechend würde ich empfehlen, dass wir für Laura eine Brille raussuchen, die etwas weichere Züge hat. Das heißt, ein bisschen rundere Formen. Wir können gerne auch so ein rechteckiges Modell aussuchen, was aber an den Ecken abgerundet ist. Und da habe ich eine super Idee für dich. Und zwar passt sie jetzt von der Form sehr, sehr gut, weil sie genau diese Härte in den Gesichtszügen rausnimmt. Wir haben durch die weichere Form an der Seite, dieses leicht abgerundete, einen perfekten Ausgleich. Eine gute Wirkung ergibt sich, wenn die Brille die Augenbrauenform nachzeichnet. Die Brauen sollten aber noch leicht über der Brille herausschauen. Büchereileiterin Sigrid trägt täglich Brille. Ist das jetzt die perfekte Brille für Sigrid? Nicht wirklich. Von der Größe her würde ich empfehlen, dass wir die Fassung eine Nummer kleiner auswählen, wie du sie jetzt hast. Denn aktuell ist die ein bisschen breiter. Das heißt, die ist breiter als der breiteste Punkt im Gesicht. Und dementsprechend wirkt die einfach etwas größer. Wenn wir die eine Nummer kleiner aussuchen, passt die wieder sehr gut. Etwas runder, etwas kleiner. Und schon entsteht ein neuer Look. Ich finde, sie steht mir sehr gut. Ja, ist auf jeden Fall weicher. Mhm. Sieht offener, freundlicher aus. Zum Vergleich, Sigrids eigene Brille und die Empfehlung der Expertin. Von Kressbronn wieder zurück auf die andere Seite des Bodensees. Hier sucht Melanie noch immer nach der perfekten Brille. Nach dem Sehtest geht's erstmal um das richtige Gestell. Wo kann ich denn feststellen, dass eine Brille was taugt? Also ob sie günstig oder teuer ist? Hier haben wir ein klassisches Kunststoffmodell. Da wird das Scharnier in das Mittelteil warm eingebracht und ist sogar mit einem Federscharnier versehen. Sowas kostet 149 Euro. Und hier haben wir jetzt zum Beispiel ein Metallscharnier. Da geht Metall auf Metall. Und die Scharniere werden mit Dübeln in alter Handwerksmanier aufgesetzt. Okay. Das hat eine ganz andere Formstabilität, aber sowas kostet dann eben auch 300 Euro und nicht 150 Euro wie hier. Der Experte rät, vor dem Kauf überlegen, was muss eine Brille im Alltag aushalten? Entsprechend stabil sollte die Verarbeitung sein. So, ich habe hier ein Modell für Sie ausgesucht. Mal schauen, ob ich da einigermaßen Ihren Geschmack treffe. Sehr leicht, in Titan. Hältst du die mal? Ja. Ich bin gleich gespannt. Das ist ganz anders. Okay. Was meinst? Sieht erstmal nicht schlecht aus. Ist ungewohnt, ist gut passt, eigentlich. Ja. Irgendwie, ja, spannend. Spannend, aber nicht gerade günstig. 335 Euro kostet allein das Titangestell. Die Gläser kommen extra. Jetzt hätte ich ein ähnliches Modell in Kunststoff. Das geht in deine Richtung wieder? Oh, ja, das ist auch das Bekannte. So das ist cool. Also ich glaube, ich kenne mich eher so. Und ja. Ich glaube, das ist das Problem. Also doch wieder Kunststoff? Melanie wollte etwas Neues. Ehemann Steven eher das Altbekannte. Zumindest bisher. Jetzt frage ich dich mal ganz ehrlich. Möchtest du mich jetzt, manchmal muss man auch hingestupst werden. Würdest du mich lieber in der Metall mit so einer schmalen Fassung gerne mal sehen wollen die ganze Zeit? Ich hätte gerne mal von dir so eine Meinung, was du denn gerne lieber an mir sehen würdest wollen. So Steven, jetzt bitte mal Klartext. Jetzt erstmal diese mit dem Metall. Okay, also sind wir erstmal also von den Brillen weg. Wir hätten gerne Metall und schmal. So, fertig. Das ist erstmal entschieden.
Okay? Frau Näther, jetzt hätte ich hier aber noch eine wirklich tolle Alternative. Die sollten Sie mal probieren. Okay. Im anderen Farbkonzept. Jetzt mit ganz großer Moment. Wow. Auch schön. Passt gut zu den Augen. Als Zweitbrille würde ich die auch gut finden. In den nächsten Wochen darf Melanie verschiedene Brillen Probe tragen. Auch dieses Stahlgestell für 169 Euro. Bevor es gleich um die richtigen Gläser geht, werfen wir einen Blick auf den Brillenmarkt. Fachgeschäfte, Ketten, Onlinehandel, die Konkurrenz ist riesig und entsprechend unübersichtlich. Wolfgang Hirt aus Köln ist öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für Augenoptik. Herr Hirt, wer beauftragt Sie denn? Privatpersonen, Gerichte, Staatsanwaltschaften, jede Person, alle und jeder. Ich habe alles zu beantworten, wenn es in mein Fachgebiet fällt. In Streitfällen muss er beurteilen, ob eine Brille korrekt gefertigt ist oder geschlampt wurde. Wir sind ein sogenanntes gefahrengeneigtes Handwerk. Das heißt, wenn Sie bei uns Fehler machen, das kann für den Kunden teilweise sogar tödlich enden. Wenn Sie falsch gucken, eine Distanz beim Autofahren falsch einschätzen, dann haben Sie eben den Unfall und das ist gar nicht lustig. Ob Optiker, Fachgeschäft, Ketten oder Onlinehandel besser sind, das kann und will der Sachverständige nicht sagen. Schließlich komme es immer auf den Einzelfall an. Wie gut ist das Personal qualifiziert? Nimmt es sich genug Zeit und arbeitet sorgfältig? Werden auch individuelle Bedürfnisse berücksichtigt? Nur dann kann der Optiker die richtige Brille anfertigen. Der Kunde muss sich darauf verlassen. Einen Tipp hat Wolfgang Hirt dann aber doch. Vorsicht bei Rabatt und Schnäppchenversprechen. Ich habe in den letzten 20 Jahren, so lange bin ich vereidigt, also eins gelernt. Wenn mit super Rabatten geworben wird, dass es jetzt also 20, 30, 40, 50% billiger ist oder gar 80%, dann wurde es vorher, der sogenannte Motpreis, vorher draufgeschlagen, um dann zu suggerieren, hier kriegen Sie entsprechenden Nachlass. Ob Melanies neue Brillen ihr Geld wert sind, wird der Gutachter für uns später noch untersuchen. Davor geht's zurück zum Optiker. Was macht die Brillensuche? Okay, ich sehe, du hast jetzt schon was gefunden, was völlig anders aussieht als das, was du vorher hattest. Und das Tolle, er hat gesagt, er findet's gut. Ja. Okay. Jetzt denkt man, das hat jetzt schon eine Weile gedauert, die richtige Fassung fürs Gesicht zu finden. Das ist ja auch so wichtig. Jetzt kommen ja nur noch die Gläser dran, das geht total schnell. Stimmt gar nicht, denn auch bei den Gläsern muss man eine ganze Menge Entscheidungen treffen. Optiker Hepp führt Eva und Melanie in seine Werkstatt. Dort werden gleich die Gläser eingesetzt. Wir reden die ganze Zeit von Brillengläsern, aber gibt es eigentlich noch Brillen mit echtem Glas drin? Selbstverständlich, sehr selten. Heute vielleicht noch ein Anteil von 5%. Der Nachteil? Glas ist schwer. Dafür ist es aber super kratzfest. Es gibt ja unterschiedliche Stärken, Einstärken, Mehrstärkengläser. Melanie braucht nur ein Einstärkenglas. Was das bedeutet, lässt sich an diesem Bodensee-Foto zeigen. Mit Brille sieht Melanie ihn so. Nah und fern, alles scharf. Obwohl überall im Glas die gleiche Stärke ist, eine Einstärkenbrille. Wer aber nah und weitsichtig ist, der braucht verschiedene Zonen. Praktisch zwei Brillen in einer. In Mehrstärkenbrillen ist oben das Glas für die Ferne. Unten, wie ein Fenster, ein Bereich für die Nähe. Die Alternative dazu? Gleitsichtbrillen mit Nah- und Fernbereich. Der Übergang ist stufenlos. Der Blick kann hin und her gleiten. Unten seitlich bleiben jedoch meist leicht unscharfe Felder. Je besser und meist auch teurer das Glas, desto kleiner ist dieser Bereich. Solche Gläser können dann schon mal mehrere hundert Euro kosten. Melanie hat Glück. Einstärkengläser sind recht günstig. Allerdings können die Beschichtungen noch einiges extra kosten. Wie kann man denn gewährleisten, dass die Brille nicht zerkratzt? Das macht man mit einer Hartschicht, die auf das Grundglas aufgebracht wird. Tatsächlich sind Beschichtungen ganz schön komplex. Das Grundglas ist meist aus Kunststoff. Welcher Kunststoff dabei genau verwendet wird, ist oft nicht mehr nachvollziehbar.
denn jede Beschichtung darauf besteht wieder aus mehreren Schichten. Zu unterst die Hartschicht, damit die Brille nicht zerkratzt. Zum Vergleich mit Hartschicht und ohne Hartschicht. Über die Hartschicht kommt, ganz wichtig, eine Entspiegelungsschicht, damit das Licht durchfällt. Die Entspiegelung ist mit der richtigen Stärke das Wichtigste am Brillenglas, dass das Brillenglas transparent wird. Ich habe Ihnen hier mal ein Muster, das ist in der Mitte entspiegelt. Eine normale Kunststoffoberfläche reflektiert 4% des Lichtes und ein entspiegeltes Glas weit unter 0,1%. Die Kosten für die Entspiegelung sind meist inbegriffen. Aber Achtung, die Qualität kann schwanken. Superentspiegelung ist nicht gleich Superentspiegelung. Da gibt es unterschiedliche Hersteller, die das unterschiedlich angehen mit unterschiedlich vielen Schichten. Der Name Superentspiegelung ist nicht geschützt. Ich darf alles so nennen, wie ich möchte. Eine weitere Schicht ist wasser- und schmutzabweisend. Die kostet meist extra. Beworben wird sie als Lotus-Effekt oder Clean Coat. Jeder Hersteller nennt es anders. Ich zeige Ihnen das hier mal. Ich habe hier so einen wasserfesten Permanentmerker und ich fahre hier mal so rüber. Als erstes sieht man, dass hier die Farbe ganz drauf ist. Und wenn ich jetzt hier ein Kosmetiktuch nehme und wische da drüber, dann sehen wir, auf der Seite ist es weg und auf der Seite nicht. Das heißt, mit dieser schmutzabweisenden perfekten Schicht putzt man schneller, damit weniger und damit macht man weniger Kratzer. Optiker Hepp empfiehlt Melanie diese hochpreisigen Markengläser. Zum Vergleich darf Melanie auch von einer Tochterfirma das günstigere Glas probetragen. Ins teure Gestell für 335 Euro kommen Markengläser. Sie sind gehärtet, entspiegelt und mit Lotus-Effekt. 2 Jahre Garantie inklusive. Die Gläser kosten stolze 270 Euro. Der Gesamtpreis der Brille liegt somit bei 605 Euro. Im weniger teuren Gestell für 169 Euro probiert Melanie die preisgünstigeren Gläser von einer Tochterfirma. Auch die sind gehärtet, entspiegelt und mit Lotus-Effekt. Kosten jedoch nur 118 Euro. Macht insgesamt 287 Euro. Melanie hat sich aber nicht nur beim Optiker umgeschaut, sondern auch im Internet recherchiert. Zahllose Anbieter liefern sich hier einen knallharten Preiskampf. Doch wie funktioniert die Auswahl? Also, guck mal, hier kann man angeben, unter 30 Euro gibt es sogar Brillen, verrückt. Für den Preis sind die Gläser schon inklusive. Eigenes Foto hochladen und dann virtuell verschiedene Brillen ausprobieren. Tatsächlich findet Melanie eine, die ihr ganz gut gefällt. Was meint ihr? Sieht doch eigentlich ganz gut aus. Ja. Jetzt einstimmig abgestimmt. Papa braucht die Zimmer sehen, oder? Wir kaufen die, aber lässt sie überraschen. Ja. Wer Zeit hat, kann sich ein Brillengestell zum Anprobieren nach Hause schicken lassen. Natürlich noch ohne echte Gläser. Melanie will die Brille jedoch gleich testen und bestellt ihr Schnäppchen komplett mit Gläsern. Dafür muss sie ihre Werte eingeben. Für die war Melanie bei einem lokalen Partneroptiker des Online-Shops und hat sich ihre Augen vermessen lassen. Ob die Werte auch stimmen? Wir werden sehen. Letzter Punkt, Gläser. Hartschicht und Entspiegelung sind bereits inklusive. Dünne und leichte Gläser, fertig. Ich würde sagen, komm, 30 Euro drauf, tun uns jetzt hier nicht weh. Und eine Brille für 70 Euro mit Gläsern, ist ein Schnäppchen, oder? Also würde ich jetzt behaupten. Und so sieht es aus, das Schnäppchen. Allerdings ohne Lotus-Effekt. Dafür mit Metallgestell für schlappe 39,90 Euro. Die extra dünnen Gläser kosten noch einmal 30 Euro, macht in Summe gerade mal 69,90 Euro plus Versand. Was Melanies Online-Bestellung allerdings so nicht bieten kann? Die sogenannte Zentrierung. Die gibt's nur beim Optiker. Mit Gestell auf der Nase wird millimetergenau vermessen. Wo sitzen die Pupillen? Exakt dort muss der Mittelpunkt des Glases sein. Stimmt die Zentrierung nicht, drohen im schlimmsten Fall Kopfschmerzen. Die Brillen vom Optiker sind endgültig fertig. Der große Brillentest kann beginnen. Zuvor will aber Eva noch etwas anderes wissen. Woran erkenne ich eine gute Sonnenbrille? Dafür trifft sie im Schwabenpark bei Welzheim gleich einige echte Sonnenbrillenspezialisten.
Die Sonnenbrillen sehen ja nicht nur, was das Ziel angeht, total unterschiedlich aus, sondern ich sehe hier schon bei denen, die du aufgebaut hast, dunklere Gläser, hellere Gläser, hier so bläuliche, eher bräunliche. Welche Unterschiede gibt es denn bei Brillen und was haben die für Auswirkungen? Wir haben zwei Unterschiede, einmal der UV-Schutz und einmal der Blendschutz. Und beim Blendschutz, da geht es genau um die Tönung dieser Gläser. Die Kategorien stehen meist am Brillenbügel. Fast alle Sonnenbrillen haben Kategorie 3 für normales, sonniges Wetter und sind damit meistens auch gut fürs Autofahren. Kategorie 4 ist speziell fürs Hochgebirge und somit nur für sehr starke Sonnenstrahlung geeignet. Gülscher, ich habe auch ein paar Sonnenbrillen eingekauft. Super günstige, etwas teurere. Und da will ich jetzt mal ausprobieren, ob die was taugen. Und dazu habe ich mir drei Expertentester eingeladen. Die leben in Pforzheim und besitzen eine wahre Schatzkammer. Gut 2000 Sonnenbrillen hat Christian Metzler gesammelt. Darunter extravagante Modelle, die auch von berühmten Künstlern wie Stevie Wonder oder Lady Gaga getragen wurden. Damit hat meine Sammlung angefangen. Die Version in ganz schwarz vom Flohmarkt. Und im Anschluss habe ich dann gedacht, boah, die ist super. Und dann habe ich weitergesucht. Wenn man über die Sammlung schaut, sieht man da einige Sachen, die werde ich niemals auf offener Straße im Gesicht tragen. Aber sie haben designtechnisch für mich so einen hohen Stellenwert oder auch technisch so einen hohen Stellenwert, dass ich sage, boah, die will ich haben. Oder es ist sogar, dass es in irgendeiner Form einen gewissen Hype über gewisse Modelle gibt, dass ich mich gegenüber anderen Sammlern profilieren kann und sagen kann, ich habe sie. Ich weiß nicht, wie es mit dir aussieht. Christian jagt und sammelt nicht allein. Sein Bruder Dennis geht mit ihm auf Pirsch. Mir geht es tatsächlich dadurch, dass ich ja Brillenträger bin und eine Stärke habe, eine Sehschwäche, geht es mir schon mehr ums Tragen an sich. Also ich habe auch fast nur Brillen daheim, die ich auch selber anziehen kann. Auf den Beutezügen mit dabei ist auch Christians Freundin Helen. Sie selbst sammelt nicht. Warum auch? Das wäre ja auch irgendwie Quatsch, weil ich ja... Ich kann ja permanent auf die Sammlung meines Freundes zugreifen. Auswahl ohne Ende. Und so ein Sammlerstück kann schon mal 1.500 Euro wert sein. Also es gibt eine wunderbare Geschichte. Da war ich in Miami im Urlaub und habe dort einen anderen Sammler getroffen. Und der hat mir eine Brille geschenkt, die einen sehr, sehr hohen Stellenwert für mich hatte. Und bei der ich gedacht habe, ich werde die niemals kaufen können, weil die einfach unsagbar teuer und sehr selten ist. Und am Ende hat er mir diese tatsächlich in seinem Auto geschenkt. Tja, bei uns gibt's heute leider nichts geschenkt. Dafür sollen uns die drei beim Brillentest im Schwabenpark unterstützen. Was macht für dich eine gute Sonnenbrille aus? In erster Linie der Sitz und natürlich der Look. Eigentlich ist der Look wichtiger als der Sitz für mich tatsächlich. Gutes Aussehen ist aber nicht gleich gute Qualität. Wir testen drei Modelle. Eine Brille aus der Drogerie für 7,99 Euro. Eine aus dem Modegeschäft für 20 Euro. Und diese hier vom Fachhändler für 64 Euro. Grundsätzlich gilt, vor dem Kauf aufprobieren. Denn sie muss sitzen. Also die ist, oh, die ist eng. Das ist die angenehmste von allen, ehrlich gesagt. Wer testet was? Christian schnappt sich das Schnäppchen. Helen, die aus dem Modegeschäft. Und Dennis testet die aus dem Fachhandel. Die Brille muss bequem sein und wirklich gut sitzen. Und ob das da auch wirklich funktioniert, dafür machen wir jetzt den Härtetest. Anschnallen bitte, denn jetzt geht's rund. Oh, shit. Ist auf jeden Fall die Endorphine sprudeln, ne? Ja, das auf jeden Fall. Und die Brillen sitzen noch auf dem Kopf. War das die ganze Zeit so? Sie sitzt nicht 100% gut. Dadurch, dass die Nasenpads auch so hart sind oder nicht richtig eingestellt sind, drückt es nach einer Weile. Solche Nasenpads sind jedoch flexibel.
Ein Optiker kann sie leicht anpassen. Anders als bei dieser Kunststofffassung aus der Drogerie, da ist nichts zu ändern. Also ich muss ganz ehrlich sagen, sie ist mir nicht vom Kopf gerutscht. Sie sitzt sehr eng, sie drückt da hinten extrem und da werde ich auf kurz oder lang Kopfschmerzen bekommen. Autsch! Richtig bequem saß nur die Brille vom Optiker. Wichtig ist immer, das Brillen bündig abschließen, damit möglichst wenig Strahlen oben und seitlich ans Auge kommen. Was aber ja noch viel wichtiger ist bei einer Sonnenbrille, sehe ich eigentlich wirklich gut dadurch. Und dafür dürfen die drei jetzt mit einem richtig heißen Teil fahren, nämlich dem da. Es geht hoch hinaus. Schließlich sollen die drei auch was zu schauen haben. Ihr lauft aber noch ziemlich gerade, kein Schwindel. Nein. Alles im grünen Bereich. Und stimmte der Durchblick? Bei Dennis lief es tadellos. Und bei Helen mit ihrer 20-Euro-Brille auf der Nase? Das Einzige, was mich tatsächlich stört, aber nicht nur bei der Fahrt, ist, dass die Gläser von innen sehr stark reflektieren und ich immer so diesen Bereich von meinem Kopf in der Reflexion sehe. Christian, wie ist dir mit deiner Brille ergangen? Mal abgesehen von dem, wie sie ausschaut, muss ich sagen, vom Durchschauen war es wunderbar. Da habe ich überhaupt kein Problem. Na also, rein subjektiv gibt es wenig Unterschied bei der Sicht. Und was ist mit dem UV-Schutz? Der ist schließlich das Wichtigste an der Sonnenbrille. UV-Strahlen bis 400 Nanometer sind gefährlich für die Augen. In vielen Ländern müssen Sonnenbrillen bis zu dieser Wellenlänge schützen. Hierzulande müssen sie nur bis 380 Nanometer abfangen. Seid mal ehrlich, Style ist euch wichtig, aber habt ihr jemals schon mal auf sowas geachtet, schon mal was von 380 Nanometern gehört oder so? Über Nanometer und den UV-Schutz an sich mache ich mir gar nicht so viele Gedanken, was natürlich nicht so clever ist. Na dann, lassen wir mal die Expertin ran. Ergebnis, alle schützen perfekt. Sogar bis zu 400 Nanometern. Selber beim Kaufen kann man natürlich immer darauf achten, dass die Brille ein CE-Kennzeichen hat. Denn ja, das besagt, dass die auch den UV-Schutz hat. Hier im Bügel, da ist dieses CE-Kennzeichen. Damit versichert der Hersteller, dass seine Brille den Mindestanforderungen für Sonnenschutz entspricht. Doch Vorsicht bei Urlaubssouvenirs. Das Zeichen kann gefälscht sein. Am besten nach UV-400 suchen. Solche Brillen müssen übrigens nicht teuer sein. Was aber droht, wenn wir unsere Augen nicht schützen? Damit beschäftigt sich im Bundesamt für Strahlenschutz die Expertin Cornelia Baldermann. Eva ist mit ihr zum Videotelefonat verabredet. Ich gebe ja zu, ich bin selber ein bisschen undiszipliniert, was das Tragen einer Sonnenbrille angeht. Wie schlimm ist das denn wirklich für meine Augen? Also wenn Sie sich intensiver Sonnenstrahlung aussetzen, dann können Sie akut Binde- und Hornhautentzündungen bekommen. Die sind sehr unangenehm, das fühlt sich an, als hätten Sie Sand in den Augen. Das Schlimmere ist eher, und das sehen ganz viele von unseren alten Leuten auch, dass sie eine sogenannte Linsentrübung bekommen. Das nennt man den grauen Star oder auch Katarakt. Das ist sehr unangenehm, weil man das Sehverlust damit hat und man dann auch operiert werden muss. Der graue Star beginnt oft schleichend. Erst später trübt sich die Sicht. Ab dem 65. Lebensjahr steigt die Zahl der Erkrankten rapide. Zum Glück leiden nicht alle gleich an den typischen Symptomen. Muss ich dafür eigentlich regelmäßig in die Sonne reingucken oder reicht es schon, einfach bei Sonnenschein unterwegs zu sein? Das reicht, wenn Sie bei Sonnenschein unterwegs sind, denn Sie haben ja nicht nur die direkte UV-Strahlung direkt von der Sonne, also den direkten Weg dazu, sondern Sie haben auch gestreute UV-Strahlung von überall her. Wird es unterschätzt, die Gefahr durch die UV-Strahlung bei der Sonnenbrille? Ja, natürlich, es wird unterschätzt. Den Leuten ist nicht bewusst, dass wir an und im Auge auch Krebs bekommen können. Das ist ganz wichtig, dass den Leuten das mal klar wird, dass die UV-Strahlung tatsächlich unsere Augen auch schädigt. Und zwar nicht unerheblich. Ich werde auf jeden Fall gucken, dass ich in Zukunft nicht mehr so oft meine Sonnenbrille vergesse. Zurück zu Melanie. Sie testet noch immer ihre drei Brillen im Alltag. Diese zwei hat sie sich beim Optiker anfertigen lassen. Ich teste heute mal die
und werde mal schauen, wie die so im Tag sich verhält. Wir haben jetzt späten Nachmittag und ich und meine Brille sind mittlerweile so. Ich sehe sattes Grün, ich sehe sattes Grün auf der Wiese, an den Bäumen. Ich kann die Blumen von weit, das ist echt ein wunderschönes Gefühl, also alles ist farbenfroh. Guten Morgen, ein neuer Tag startet und ich habe ja die Qual dabei. Melanies Budget? Gerade mal 400 Euro. Ich bin immer noch total begeistert von ihrer Leichtigkeit. Es gibt kein Drücken, gerade so die Seiten oder die Flügelchen und so. Alles wunderbar. Es ist wirklich ein sehr, sehr schönes Tragegefühl. Und es fühlt sich an, als ob diese Brille gar nicht da wäre. Jetzt habe ich eine, die teure Gläser hat und eine, die billigere Gläser hat. Ich muss sagen, als Laie und nur von der Tragekomfort stelle ich keinen Unterschied fest. Und was ist mit der Online-Bestellung? Nur 70 Euro plus Versand zahlte sie für das Schnäppchen. Ich habe gerade Post erhalten. Ich warte tatsächlich schon 10 Tage auf diese Brille. Und endlich ist sie da. Sieht fast so aus wie die teure vom Optiker, oder? So gesehen erstmal vom Tragen her fühlt die sich erstmal gar nicht so schlecht an. Ich sehe gut, ich erkenne alles gestochen scharf. Grün ist grün. Ich kann nicht sagen, dass da so ein Preisunterschied erstmal zu merken ist. Mit Melanies Internetkauf und den beiden Brillen vom Optiker geht's jetzt zum Sachverständigen. Können Sie denn jetzt bei den Gestellen auch schon feststellen, allein durchs Anfassen oder durch das Material, ob die unterschiedlich lange halten oder ob die eine stabiler möglicherweise ist als die andere? Von der Stabilität her ganz klar, Titan liegt vorne. Titan hält mehr oder weniger ewig, wenn man pfleglich damit umgeht. Punktgewinn für die teure Brille. Und wie schlägt sich das Online-Schnäppchen? Bei diesem Modell wurde sehr unsauber gearbeitet. Das heißt, diese Steghalterungen wurden in unterschiedlichen Höhen angelötet. Normalerweise sollen die auf derselben Höhe sein, damit das anständig aussieht. Hier differiert es tatsächlich um 2 mm, was natürlich wirklich nicht schön ist. Ne? Tatsächlich ist mir das so nicht aufgefallen. Ja, also so richtig. Auf die Distanz nicht, aber aus der Nähe sieht man, links ist deutlich höher als rechts. Ja, das sieht man. Tja, leider etwas schief. Und noch was stimmt nicht. Wolfgang Hirt vermisst Melanies Augen und stellt fest, die Werte von Optiker Hepp sind korrekt, die Brillen passend. Der Partneroptiker des Onlineshops dagegen lag bei seiner Messung leicht daneben. Würde das denn Melanies Augen schaden oder würde sie das überhaupt merken, diese Abweichungen, die sie da gemessen hat? Merken würde sie auf jeden Fall, weil mit deren richtigen Stärken hat sie eine 25% höhere Sehleistung, als dort bei dieser Einzelmessung dort gefunden wurde. Das ist ein Viertel mehr, das finde ich schon heftig. Ein Viertel mehr ist deutlich. Und die Gläser? Die vom Optiker sind top. Wie schlägt sich das Schnäppchen? Bei dieser sieht es aber so aus, da sind wirklich Pickel in der Oberfläche. Da sind schon jetzt bei Auslieferungszustand Kratzer in der Oberfläche drin. Und wir haben ja gesehen, dass das wirklich aufstrahlt. Und damit möchte ich bitte keinen nachts Auto fahren sehen. Weil wenn das Auto von der Seite mal mit Fernlicht kommt, dann sind sie hier vollkommen geblendet. Okay, das kann richtig gefährlich werden mit der günstigen Brille. In der Dunkelheit hatte ich die Brille nicht auf. Da lag ich dann meistens schon im Bett wahrscheinlich oder ohne Brille zu Hause unterwegs. Aber nee. Grundsätzlich gilt alte kölsche Version, was nix kostet, das ist auch nix. Es muss jetzt nicht gerade die Luxusversion sein, aber in der untersten Preisklasse dürfen Sie und können Sie auch nichts erwarten. Wir fragen beim Hersteller nach. Der verweist in diesem Fall auf die Möglichkeit eines erneuten kostenlosen Sehtests bei einem unserer Partneroptiker. Bei einer Beanstandung der Gläser, wie in Ihrem Fall, würden wir eine kostenlose Neuproduktion der Brille veranlassen. Zusätzlich wird das Qualitätsmanagement unserer Produktionsstätte informiert. Optional kann der Kunde sich auch für eine Rückgabe der Brille entscheiden und würde den Kaufbetrag zurückerstattet bekommen. Damit eine Brille möglichst lange hält, muss der Träger sie pfleglich behandeln. Das gilt vor allem beim Putzen. Am schnellsten geht es natürlich, wenn ich einfach schön mein T-Shirt nehme und so, das geht? So kriegen Sie auch am schnellsten die Gläser kaputt. Der Grund? T-Shirts sowie Taschentücher haben eine zu glatte Oberfläche. Taschentücher enthalten zudem Holzfasern. Schmutzpartikel werden hin und her gerieben, schmirgeln das Glas kaputt.
Besser sind Mikrofasertücher. Zwischen den Fasern sind Hohlräume für die Schmutzpartikel. Der Schmutz lässt sich abziehen. Noch besser geht es so. Komplette Brille nehmen, unter fließendes Wasser, lauwarmes Wasser halten. Dann hat man schon mal gut, Partikel hat man schon mal runtergespült. Dann mit mal flüssiger Handwaschseife, bitte nicht rückfetten, sonst hat man den Schmier wieder drauf. Seift die Brille ein, spült sie wieder ab und dann trockenes, dafür reserviertes Küchenhandtuch. Dann kann man sie wunderbar mit trocken machen. Wie gut sich Brillen reinigen lassen, hängt aber auch von der Qualität der Beschichtungen ab. Die kann unser Gutachter leider nicht beurteilen. Wir schicken Melanies Brillen daher weiter zum Kunststoffinstitut Lüdenscheid und dessen Laborleiter Martin Doth. Als Laie ist es unheimlich schwer, die Unterschiede zwischen den Gläsern zu sehen, weil rein optisch sieht alles jetzt erstmal relativ ähnlich aus. Also als Laie hat man kaum eine Chance. Wie leicht lassen sich die Gläser reinigen? Wir testen mit künstlichem Fingerfett. Ganze 20 Mal putzt ein Stempel über den Schmutz. Die günstigste lässt sich am besten reinigen, die verschmutzt aber auch am schnellsten. Das heißt, man muss sie oft reinigen, deswegen ist das sicherlich gut, dass sie sich auch gut reinigen lässt. Platz 1 also für die günstige Brille. Die anderen lagen knapp dahinter. Verschmutzten zwar weniger, aber ließen sich eben auch nicht ganz so gut reinigen. Und die Langlebigkeit? Wie gut halten die Beschichtungen? Wir geben die Brillen in diese Maschine. Sie simuliert 100.000 Mal sehr kräftig putzen. Wir sehen deutliche Unterschiede zwischen den Gläsern. Ich habe jetzt die günstige Brille hier. Da ist die Beschichtung komplett runtergeholt. Da sehen wir einen ganz massiven Abrieb. Wenn wir das mit den anderen vergleichen, bei der mittelpreisigen sehen wir auch durchaus schon einen erkennbaren Abrieb, aber deutlich weniger als bei der günstigen. Und bei der teuren sehen wir auch ein bisschen, aber die schneidet deutlich besser ab als die anderen beiden. Das Labor hat einige Unterschiede sichtbar gemacht. Und für welches Modell entscheidet sich Melanie? Aussicht auf eine neue Brille. Zu Beginn der Suche hatten Melanie und ihr Mann ganz unterschiedliche Vorstellungen. Du hattest ja die einmalige Möglichkeit, gleich drei Brillen auch wirklich im Alltag zu testen, eine ganze Weile lang. Wie waren denn die letzten Wochen? Also ich muss sagen, das teuerste Modell war definitiv für mich erstmal das leichteste. Mhm. Das billige dagegen war deutlich schwerer. Und das mittelpreisklassige Modell, das war, fand ich, Raffinesse mit diesen Farben. Also der Farbverlauf, das war so ein Highlight. Beim Probetragen war sie anfangs auch von der Schnäppchenbrille begeistert. Ich habe immer gedacht gehabt, so das ganz günstige Modell, das super Alternative als Brille. Und ja, ich habe ein schlechtes Gefühl auch mittlerweile dabei. Auch nicht als Ersatzbrille? Ich glaube nicht mehr. Und das hätte ich definitiv davor noch gesagt, super, die nehmen wir mit. Aber ich habe dann doch ein bisschen Angst um meine Augen einfach. Die mittelpreisige ist noch in einem Rahmen. Die teurere Brille wäre jetzt schon bei 600 Euro. Aber mir hat persönlich, wenn ich das sagen kann, die auch am besten gefallen, also an ihr. Was sagst du, Melanie, welche soll es werden? Reicht dir die mittelpreisige oder möchtest du noch einen draufsetzen? Heißt, Budget halten oder den Favorit von Ehemann Steven nehmen? Von den Gläsern habe ich nicht viel Unterschied gemerkt, das kann ich ganz einfach sagen. Aber vom Gefühl her wäre ich jetzt wirklich bei der mittelpreisklassigen. Weil ich weiß nicht, ich finde diesen Farbverlauf so toll mit den Augen in der Kombination, fand ich echt schön. Melanie hat sich entschieden für die mittelpreisige Brille. Sie hatte allerdings auch die Hilfe von wirklich vertrauenswürdigen Fachleuten. Und die sind das A und O, gerade beim Kauf einer Brille. Denn wir haben ja gesehen, es gibt ganz viele Kriterien, die wir als Laien überhaupt nicht sehen und beurteilen können. Also gehen Sie in ein Fachgeschäft, lassen Sie sich ordentlich beraten, gucken Sie, dass die Optikerin und der Optiker sich auch wirklich Zeit für Sie nimmt. Und dann behalten Sie den Durchblick. Und im besten Fall sehen Sie auch noch richtig gut aus. So wie Melanie. Mit ihrem neuen Look. Super interessant, oder? Und hier haben wir noch Tipps für euch zum Thema. Und auch diese Filme passen ganz gut dazu. Könnt ihr euch vielleicht anschauen und sehr gerne natürlich auch unseren Kanal abonnieren. Am besten sofort. Das geht hier.